Und schon sind wir wieder zurück zum Euro Truck Simulator 2 nach meiner kleinen, ja, Ruhepause, die ich ja einlegen musste. Und ja, so ist es nun mal. Muss auch mal sein. So, aber wir wollen losfahren. Jetzt hat wieder Licht an, brauchen wir gar nicht mehr. Aus damit. So, links kommt keiner, rechts sehe ich gar nichts. Klasse. Shit. Naja. Ja, oh, das war knapp. Schwein gehabt, sage ich mal. Ja, wir haben noch mal ein Leben. Mehr Glück als verstanden, ne? Oh. So, wir haben noch 119 Kilometer vor uns. Bis wir in, meiner Meinung nach, heißt es Stettin. Weil ich sehe das immer nur selber auf der Autobahn. Da stehen auch immer dieses keine Ahnung. Und dann steht dann immer in Klammern, beziehungsweise umgekehrt. Ah, oh, Mann, blöde Blitzer hier, ey. Ah, oh, ist mir aber auch egal. Nee, wenn dann immer Richtung Stettin steht oder irgendwas, dann steht das nämlich auch immer drunter. Aber wie gesagt, halt auch umgekehrt. Bin ich der Meinung. Oder ich verwechsel da jetzt was ganz gewaltig. Oder oben kreisen die Geier. Oh Mann. Aber das Doof ist, jetzt sehen wir gar keinen Sternenhimmel mehr. Wenn wir einen Regenbogen sehen würden, könnten wir singen. Somewhere over the rainbow. Naja, ihr wisst ja. Aber natürlich nicht die von dem Easy, sondern von Marusha. Ist die bessere Alternative, finde ich. Ich bin sowieso mehr so der Techno-Mensch sozusagen. Ich renne, also ich bin aber auch noch nie irgendwie auf irgendeinen Rave gerannt oder irgendwas. Nur um mir da irgendwelche Tabletten einzupfeifen und mir da, weiß nicht, was zu. Naja. Das wird eng. Jawohl. Scheiß drauf. 950 Strafe insgesamt bis jetzt. Aber ich will hier vorankommen. Ne, wie gesagt, ich bin damals schon und gehe auch jetzt nicht auf irgendwelche Raves oder irgendwie sowas. Wie gesagt, ich höre es mir im Radio an. Kleine Schleichwerbung, Techno Base FM. Da höre ich öfters mal rein. Denn das habe ich eigentlich auch in der Regel immer hier, wenn ich das jetzt für mich alleine gespielt habe, habe ich auch hier immer in der Radiooption, habe ich mir auch den Radiosender reingehauen, Techno Bass, und dann bin ich immer gefahren. Ist nicht die optimale Musik, ich habe es auch schon mit anderer probiert und da bin ich sehr, sehr viel besser gefahren. Sehr viel ordentlicher, sehr viel ruhiger. Aber naja, ist halt trotzdem immer noch mehr meine Richtung. Aber das nur mal so nebenbei. So, nur 28 Kilometer. Mensch, dann sind wir ja fast da. Wir müssen links runter. Ich hoffe, da kommt keiner. Oh, Gott sei Dank. Von rechts kam einer. Ist mir egal. Ist mir egal. Heute spiele ich hier mal wirklich Kamikaze. Habe ich übrigens letztens so gehört, weil bei World of Warships gibt es ja auch ein Schiff, was, naja, nicht Kamikaze heißt, aber so ähnlich irgendwie. Und da scheiden sich auch die Geister.
Heißt das jetzt, heißt Kamikaze Kamikaze? Oder ist es Kamikaze? Weil, das Z wird ja in der Regel, ja, so nach einem leichten S ausgesprochen. Da habe ich auch sehr lange drüber nachdenken müssen. Und bin auch zu keinem, ja, bin zu keinem Ergebnis gekommen. Ich habe auch gegoogelt, habe aber auch nichts gefunden, wie man das jetzt im Endeffekt wirklich richtig ausspricht. Also es ist wirklich traurig, dass man sowas nicht weiß. Aber ich glaube, das könnte man auch wieder so unter der Rubrik so wissen, was die Welt nicht braucht. Einstufen, oder? Ich meine, das ist ja genau dasselbe wie, ja, heißt es jetzt Brot oder heißt es Brot? Also, gibt's auch ein paar Idioten, die das denken, dass es so heißt. Brot. Gib mir mal das Brot. Aber so ist es halt. So, oh, unser Navi ist schlau. Führt uns direkt bei den Fragezeichen hier vorbei. Das ist sehr gut. Brauche ich hier keinen riesen Bogen zu fahren. Okay, wir werden trotzdem mal einen kleinen Bogen fahren. Es führt uns nämlich nicht direkt vorbei. Und es ist ein Jobcenter. Jobcenter sind jetzt für mich insofern uninteressant. LKW-Händler sind jetzt gerade im Moment sehr interessant. Und mal gucken, was das für einer sein wird. Also bis jetzt ist es mir auch nur so aufgefallen, dass in jeder Stadt gibt es, wenn es was gibt, immer nur ja, ein Jobcenter bzw. eine Arbeitsagentur. Ein Majestic-Händler, naja. Nee, oder ein LKW-Händler, aber mehr ist mir noch nicht untergekommen. Aber wer weiß, woran das schon wieder liegt. Rum. Und wieder rechts rein. Denn da einparken. Ohohoho, Freude. So, jetzt kommt wieder die schöne Einparkaktion. Falsche Richtung. Dafür ist das Lenkrad echt nicht geschaffen. Muss ich die Ansicht wechseln? Ja. Voll rum, na, ein bisschen zu spät. Aber es klappt. So. Wunderbar. Abkoppeln. Auftrag erledigt. Ausgezeichnet. Juhu. Wir steigen aber trotzdem noch nicht auf. Schade. Gut, aber wir wollen weiter fortfahren. So, mal gucken. Frachtmarkt, was bietet er uns denn hier an? Tiefkühlkost. Och nee, nicht schon wieder zurück. Ja, waren wir auch schon. Nach Berlin. Das könnten wir mal machen. Gibt nicht viel Geld, aber immerhin. So,
Ich sollte mal vorwärts fahren. Da ist die Innensicht so. Wie führt mich denn eine blöde Navi hier? Ey, da hätte ich ja gleich die andere Strecke fahren können. Was Unfall verursacht? Der ist mir doch reingefahren. Nein. Ach Mann. Ich sag, das Lenkrad reagiert so unglaublich bescheiden. Das nur, weil ich hier mal schnell die Umgebung erkunden möchte. Und ich bin nämlich auch hier irgendwie verkehrt gefahren. Schon bin ich wieder auf dem Hof. Naja, soll auch vorkommen. So, wir wollen die Betonplatten, also die Fertighauswände, wollten wir nehmen. Wir wollten ja nach Berlin. Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin. Und dann komme ich endlich auch mal wieder in meine Werkstatt, sage ich schon, in meine Halle. Ist ja auch nicht so verkehrt. Ja, wie gesagt, also ich habe, glaube ich, schon mal gesagt, also es ist auch das Schwerlast oder das Heavy Load DLC ist mit dabei. Ja. Und daher hat man hier auch dann halt solche kleinen schönen Sachen. Dann später irgendwann kommen auch nochmal den Hubschrauber und so weiter. Und auch darauf freue ich mich natürlich schon am meisten. Ist ja schon grün. Jetzt rutscht mir noch mein Headset hier runter. Nee, nee, nee. Nicht vorbereitet hat er hier. Absolut gar nichts. Er ist doch echt schon, ne? Ein bisschen locker. Ja, ich muss auch mal sehen. Also ich habe vor mir auch einen neues Headset, beziehungsweise was heißt Headset? Also ich will mir eigentlich das also neues Mikrofon holen, und zwar das rote oder rote NT1A. Das will ich mir holen. Ja, bloß da muss ich noch ja, ein bisschen sparen. Weil momentan, ja, selbst wenn ich bei Amazon nachgucke, also ich komme nicht unter 200, was waren das, 277 oder 288 Euro. So in dem Dreh jedenfalls, also so komme ich nicht drum rum bis jetzt. Und da werde ich so 2 Monate brauchen, um mir das Geld anzusparen. Dadurch, dass ich auch sehr viel, also so generell mit, ja, mit Videonachvertonung mittlerweile... Achso, Kreditrate. Okay. Dachte schon wieder jetzt hier. Nee, dadurch, dass ich auch sehr viel mit Videonachvertonung mache, also nicht nur hier bei mir, die Videos sind ja unplugged, also da, beziehungsweise, was heißt, uncut,
Uncut, nicht Unplugged. Ne, die Videos hier sind ja Uncut, also hier verändere ich gar nichts. Hier haue ich nur einen kleinen Schriftzug noch unten mit rein in der Nachbearbeitung beim vorm Rendern. Und das war's denn auch. Wie gesagt, es sei denn, ich habe mal so ein krasses Husten mit drauf, was ich auch schon ein paar Mal hatte. Das schneide ich dann nachher natürlich raus. Also, das hatte ich schon etliche Male beim Traktorwerkstatt-Simulator. Da musste ich schon einige mächtig böse Huster rausschneiden. Aber so ist es halt. Nee, aber wie gesagt, dadurch, dass ich sehr viel mit Videonachvertonung mache, oder auch mit, ja, also, nee, nicht direkt synchronisieren, aber so Erzählungen, sage ich mal. So Nacherzählungen. Oh, ein Drescher, der drescht sogar. Wow. Nee, das sind halt alles so eine Sachen und es hat bis jetzt auch mein normales Headset hier gereicht, aber ja, ihr hört es ja selber, so die Tonqualität könnte ruhig ein bisschen sauberer sein. Wie gesagt, für private Sachen, wie gesagt, reicht das locker aus, aber man möchte auch... Also ich zumindest, ich möchte auch, also wenn ich schon was mache, dann versuche ich es, ja, so den mir gegebenen Umständen entsprechend auch so professionell wie möglich zu machen. Wie gesagt, man versucht es nur, schafft tut man es nicht immer. So, und wir haben noch 107 Kilometer vor uns. So, aber ich denke mal, wir schaffen es nicht mehr so rechtzeitig dahin. Also beenden wir einfach mal diesen Part. Und ja, wir sehen uns dann morgen wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einfach ein Däumchen nach oben da. Abonniert meinen Kanal, schreibt mir was in die Kommentare. Ich würde mich sehr drüber freuen. Und kann jetzt nur sagen, wenn ihr mögt, bis morgen, euer Ben Hoshi.